Willkommen zurück bei Let's Play Star Ocean The Second Story. Ich bin Marcel 15 und wir haben uns vor einem Erdbeben gerettet, indem wir auf einen Berg gerannt sind. Was man normalerweise eigentlich auch nicht unbedingt tun sollte, aber naja. Ja, der Captain hat auch überlebt, aber er hat kein Schiff mehr. Und wir haben ihn gefragt, was wir machen sollen, und er sagt, er kann gar nichts machen. In deinem Fall gibt es aber noch eine Möglichkeit, nach Elditz überzusetzen. Ja, das ist gut. Denn da wollen wir ja hin. Und wie? Zuerst gebe ich dir am besten deinen Reisepass zurück. Ach, den hat er gleich eingesteckt. Das ist sehr nett. Erhalten, Pass. Normalerweise zeigt man die Pässe vor und gibt die nicht einfach weg. Naja. Mit diesem Reisepass des Königs von Kreuz kannst du nach Lacour übersetzen. Wenn du dann die Erlaubnis des Königs von Lacour bekommen kannst, solltest du um ein Schiff für die Überfahrt nach El bitten können. Der Kontinent Lacour. Es ist ein weiter Weg, aber mit genügend Zeit wirst du dort ankommen. Zuerst musst du ans östliche Ende dieses Kontinents reisen, um zum Hafen von Hereli zu gehen. Von dort wirst du nach Lacour aufbrechen können. Hereli. Ich weiß nicht, ich habe den Namen immer Hereli ausgesprochen, jetzt sehe ich gerade, dass es einfach nur Hereli ist. Naja. Doch es ist ziemlich weit. Und du kannst hier einen Klick keine Vorräte mehr bekommen. Deshalb solltest du unterwegs im Dorf Mars anhalten, um dich auf die Reise vorzubereiten. Mars, verstanden. Doch selbst nach diesen Geschehnissen willst du immer noch nach L? Einige Leute werden auch nie klug. Ja, danke. So. Wir müssen uns treffen und besprechen, was zu tun ist. Ja, runter können wir also nicht. Was ist das? Oh. Eine kleine Flutwelle. Ich glaube, dieser Ton ist gerade nicht normal. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, Klick wird komplett überspült. Und auch sehr nett. Man hätte es wohl wieder aufbauen können, aber jetzt ist das wohl eher schlecht. Sagen die jetzt was anderes? Nö. Ich habe noch nie so ein starkes Erdbeben erlebt. Könnten das die Auswirkungen der Hexenkugel sein? Ja. Okay. Ich würde mal glatt behaupten, dass diese Filia doch recht hatte. Wo bist du, mein Liebling? Ja, das ist jetzt nicht sehr nett. Ketil, es geht dir gut. Cloud. Was ist mit deinen Freunden? Also, ich habe einen gefunden, aber ich konnte nicht noch einen finden. Oh. Ja, ging es deiner Mutter gut? Ja, wir haben seine Mutter nicht getroffen. Das liegt daran, dass wir, als er uns das Dorf gezeigt hat, wir nicht in sein Haus reingegangen sind. Das war das Haus, in dem man die Leier gefunden hat. Aber, ja, dazu hatte ich irgendwie keine Lust. Ich wollte ihn so schnell wie möglich loswerden. Normalerweise kann man sonst noch eine kleine Szene mit seiner Mutter dort bequatschen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig gewesen, deswegen. Naja. Meine Herrin verließ Klick vor dem Erdbeben. Sie ist also wahrscheinlich in Sicherheit. Das ist eine Erleichterung. Ja, man erfährt trotzdem nie, wo sie ist. Cloud? Zumindest weiß ich nichts davon. Was ist Ketil? Ich bin froh, dass du in Sicherheit warst. Ja, ich bin auch froh, dass du in Sicherheit warst. Ja, es sind ein ganzer Haufen Leute sind umgekommen hier. Naja, wenigstens konnte ich meine wertvolle Sammlung von Minato Senseis Büchern retten. Ja, okay, die beklagen sich halt alle. Die werde ich jetzt nicht alle ansprechen. Ja. Wie man sieht, von Klick ist nicht mehr übrig als dieser Berg. Was ich etwas komisch finde, ist, dass der Aufgang zu diesem Berg innerhalb des Dorfes von einer Treppe ausging und
Ja, eigentlich war das ganze Dorf überspielt, deswegen weiß ich nicht, wie die da wieder runterkommen wollen, aber... Wir werden schon eine Möglichkeit finden. Jo, was ich noch zeigen will, wenn hier am Rand rumrennt, sieht man, man hat eine andere Kampf... Arena sozusagen, man ist am Strand direkt. Und ja, das hier sind die wahrscheinlich gefährlichsten Gegner im Moment. Man sollte aufpassen, dass man zuerst diese Zauberin da kaputt macht. Denn die könnte ansonsten einen sehr gefährlichen Zauber, Sternlicht, glaube ich ist das, auf dich zaubern. Oder sie hat auch eine Attacke, wo sie sich komisch rumwirbelt und dann mit einem Affenspeed durch die ganze Karte rennt. Und das, die ist relativ stark und wie ihr seht, hat das Vieh auch einiges drauf. Und hält auch was aus. Deshalb sollte man sie nicht unterschätzen. Und wenn man nicht aufpasst, könnte man denen auch gleich am Anfang begegnen, noch bevor man nach Kreuz geht. Und ja, wenn man dann nicht schnell genug die Zauberin platt macht, dann ist man wahrscheinlich dann tot. Und das will man ja nicht. Jo. Es sind alle auf Level 11, das ist sehr schön. So, der Captain hat gesagt, wir sollen nach Mars. Mars war im Osten, haben wir an dem Schild gelesen. Also gehen wir jetzt nach Mars. Und jetzt im Mars kommt eine der Stellen, die ich nicht so mag. Ich werde es dann später erläutern. Ich meine das jetzt nicht... es ist nicht so, dass ich die Stelle komplett nicht leiden kann, aber... Ich sag mal so, ich könnte auch ohne diesen Part leben. Nicht etwa, weil es irgendwie schwer ist oder sowas. Ja, hier habt ihr gerade gesehen, Geisteskraft. Er hätte mir so auch nichts abgezogen, aber hätte mir zum Beispiel normalerweise 1 abgezogen, dann hätte mir durch Geisteskraft nichts abgezogen, weil meine Verteidigung dadurch um einiges gestärkt wurde. Jo. So. Mars im Osten. Dann würde ich mal vermuten, dass das hier ist. Oh, it's just them. Ja, Cloud macht sich schon lustig über die Gegner. Ach, das sind ja nur solche. Naja. Ist ja auch wirklich nicht viel dabei. Gegen diese Dinger. So, hier ist ein Dorf. Wie ihr seht, keine Einzelaktion. Ich speichere vorher mal kurz ab. Ja, wir können keine Eisaktion machen, das heißt, wir müssen so rein. Dorf Mars. Selbst die Kinder sollten in der Lage sein, Angriffszauber wie etwa Feuerbälle einzusetzen. Wie konnten sie also in Gefangenschaft geraten? Oha, Kinder sind in Gefangenschaft geraten, das ist ja sehr nett. Meine Güte, was sollen wir tun? Die Kinder werden gerade entführt. Sie werden gerade entführt? Der Kopf der Banditenbande fordert ein astronomisches Lösegeld. Können wir es bezahlen? Beschränke dich nicht allein auf die geistige Arbeit, sonst hält dein Körper nicht Schritt. Ja, den alten Sack interessiert das anscheinend gar nicht, dass die Kinder entführt werden. Lebensmittelladen, mal gucken. Ja, hier können wir auch wieder Zeug kaufen, um was zu kochen. Unwichtig, so im Moment. Sie hätten statt der Kinder mal besser ein paar nette Mädchen entführen sollen. Genau. Ja, sie wollte, glaube ich, entführt werden. Ich glaube, das lassen wir mal unkommentiert. So, ja, mal ein Werkzeugladen. Mal gucken, was wir hier kriegen. Entschuldigung? Oh, ein Kunde. Meine Ohren lassen mich im Stich. Ich kann nicht hören. Aha. Jo, hier seht ihr ein Flammenschwert. Für 4800, was verdammt viel ist. Und ja, deswegen habe ich auch teilweise Sinclair nicht gekauft, denn wie ihr sie gesehen habt, brauchte man es nicht wirklich. Aber ich kann mir das Flammenschwert immer noch nicht leisten. Und ich werde es mir auch nicht kaufen. Und ihr werdet dann auch sehen, warum. Ich werde mir allerdings das Lederband, den Rubinzauberstab, den Ruhmeshelm, die magischen Hüte kaufen. Oh, ein weniger. Lieber noch ein Kettenpanzer. Rundenschild hätte ich auch kaufen können. Ja, okay.
lassen wir es erstmal dabei. Ist doch schon ganz schön viel. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, hier sitzt da an einem Tisch. Celine. Mutter, was ist los? Mutter, ist das deine Mutter, Celine? Ja, hier bin ich zu Hause. Du kommst also aus Mars, Celine? Egal, komm hierher und setz dich. Schaut mal auf den Typen da links. Rena bemerkt ihn momentan nicht. Ja, ihr werdet gleich sehen, was ist. Das ist das schlimmste Ereignis, das jemals in der Geschichte von Mars geschehen ist. Ältere, wir wissen immer noch nicht alles über dieses Ereignis. Könntest du uns darüber bitte Einzelheiten darüber geben? Lass es mich Ihnen erzählen. Vater! Es hat alles gestern Abend angefangen. Alle Kinder im Dorf, die im Dorf hätten sein sollen, sind spurlos verschwunden. Gerade als wir uns Hals über Kopf in die Suche stürzen wollten, kam er mit schrecklichen Nachrichten aus dem Heraldikwald zurück. Ich habe zu der Zeit im Heraldikwald trainiert. Plötzlich stand ein Bandit direkt vor mir. Ich war auf der Hut, doch der Bandit machte die folgende Ankündigung und verschwand. Unser Chef hat die Kinder aus eurem Dorf. Wenn ihr sie zurückhaben wollt, müsst ihr 500.000 Fohl berappen und das Buch der geheimen Siegel. Was ist das Buch der geheimen Siegel? Ich kann nicht auf alles eingehen, aber es ist eines der Bücher der legendären Heraldikkünste, die niemals das Dorf verlassen dürfen. Wir waren völlig schockiert, als wir das hörten. Wir waren nicht nur darüber schockiert, dass unsere Kinder entführt worden waren, sondern auch darüber, dass die Banditen den Heraldikwald betreten hatten. Verborgene heilige Wappen wurden geschnitzt, um das Böse aus dem Heraldikwald fernzuhalten. Die Fähigkeit, diesen Zauber zu durchbrechen, kann nur bedeuten, dass der Feind ein hervorragender Heraldikbenutzer ist. Auf Deutsch, nur Zauberer können diesen Wald betreten. Sind die Kinder in Sicherheit? Ja, denn, wie gesagt, der wurde halt durch mehrere Sachen geschützt. Laut einem zweiten Boden haben sich die Banditen mit den Kindern in den Tiefen des Heraldikwaldes verkrochen und beabsichtigen nicht, sich zu bewegen, bevor wir nicht ihre Forderungen erfüllt haben. Mehr wissen wir nicht. Der Heraldikwald ist der Trainingsort für Heraldikmeister. Er kann auch zu einem natürlichen Bollwerk werden, je nachdem, wie er genutzt wird. Auch dann sollten einige von uns ausreichen, um einen Feind wie diese Banditen zu besiegen. Jedoch dürfen wir in Anbetracht des Risikos für das Leben der Kinder nicht mehr als erforderlich eingreifen. Wenn die Feinde auch nur Banditen sind, sie waren mächtig genug, den Zauber des Heraldikwaldes zu durchbrechen. Auch ein Sieg wäre bedeutungslos, wenn die Kinder nicht sicher sind. Stimmt allerdings. Nun, dann können wir nichts tun. Aber wir können nicht einfach nur tatenlos herumstehen. Bei unserer Nachforschung haben wir das Versteck der Banditen gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Kinder zu befreien. Das ist großartig, ja, sehr toll. Ja, aber wie ich zuvor erwähnte, waren wir etwas ängstlich. Dann trafen wir durch Zufall einen Meister der Schwertkunst, der durch das Dorf kam, und baten ihn um seine Hilfe, aber... Dias? Ja, das ist Dias, und Rena hat ihn erst jetzt bemerkt, obwohl er schon die ganze Zeit am Tisch sitzt. Rena? Du kennst Dias also, Rena? Ja, das war nämlich der Freund aus Kindertagen, von dem sie uns auch im Gasthof schon erzählt hat. Ja, wir kommen aus demselben Dorf. Der dann eben wegen irgendeinem Ereignis dann das Dorf verlassen hatte. Bittest du Dias um Hilfe? Ja, Dias ist so ein Meister im Schwertkämpfen, dass es keinen Schwertkämpfer gibt, der seinen Namen nicht kennt. Na, außer Cloud, aber naja. Gut, dann werden wir keine Probleme haben, diese Männer... Ja, zu bezwingen. Außerdem ist Dias ein stärkerer Schwertkämpfer als irgendeiner sonst. Ja, ich habe mich jetzt verklickt, habe mich schon gewundert. Also Vater, hast du Dias dein Okay gegeben? Er sagt, es wäre eine willkommene Aufwärmübung für das Waffenturnier von Lacour. Und nahm an, aber...
Ich war dagegen. Anstatt eine Person von unbekannten Ruf anzuheuern, war ich dafür, dass wir es uns selbst auf den Weg in den Wald machen. Ja, und an dieser Stelle beende ich den Part. Ich bin Marcel15. Das war Let's Play Star Ocean, the Second Story. Bis zum nächsten Mal.